Hallo und willkommen zurück in Rimworld oder auf Rimworld. Ich habe einige gute Tipps von euch bekommen. Zuallererst mal, tja, die Prioritätenliste. Das geht hier über Overview, glaube ich. Ja, wie mich einige darauf hingewiesen haben, ist es hier in diesem Spiel nicht so, dass eine höhere Zahl eine höhere Priorität und eine niedrigere Zahl eine niedrigere Priorität ausdrückt. Nein, das wäre viel zu logisch. Es ist genau umgekehrt. Und deswegen sollten wir hier das Ganze mal umkehren. Ja, und so, keine Ahnung, wieso das so ist. Das ist eigentlich total unlogisch. Müssen wir das hier auch umkehren. Dann machen wir das hier 3 und 3. Und das hier dann jeweils auf 4. Aber schon komisch, dass das ist irgendwie, keine Ahnung. Also für mich ist das unlogisch. Ich finde höhere Zahl höhere Priorität, niedrigere Zahl niedrigere Priorität. Man macht ja auch so Prioritätenlisten normalerweise von 1 bis 10. 10 höchste Priorität, 1 niedrigste. Ist vielleicht wieder sowas Anglo-Amerikanisches. Die haben ja überhaupt gerne so Sachen, die schreiben ja beim Datum dann zuerst den Monat und dann den Tag und dann das Jahr. Und ja, die Woche beginnt mit Sonntag aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht ist das auch sowas Amerikanisches. Keine Ahnung, wäre da im Leben nicht drauf gekommen, dass eine niedrigere Zahl eine hohe Priorität und eine hohe Zahl eine niedrige Priorität hat. Wie auch immer, jetzt sollte also LU1ZB weiter forschen. Ein weiterer Tipp, den ich bekommen habe, ist rüste doch mal alle mit Pistolen aus. Das machen wir gleich mal. Equip Pistol. Hier, Gangster. Equip it. Ein echter Gangster hat doch eine Pistole. Und sogar LU1ZB sollte als Wissenschaftler bewaffnet sein. Anderer guter Tipp war, diese Autoturrets, wenn sie zerstört werden, explodieren sie. Also nie zu nahe an Wänden bauen und Sandsäcke rumbauen, dann halten sie länger. Das machen wir natürlich gleich mal. Wo sind denn die Sandsäcke? Hier, Sandbags. Ich mache die jetzt auch mal so mit ein bisschen Abstand hier, so, damit das nicht so... Oh, nicht so krass irgendwie jetzt. Ist vielleicht so. So vielleicht. Kann man von hier noch ran und da. Von da können die Gegner jetzt ja eh nicht kommen. Da gibt es ja keinen Anfahrtsweg sozusagen. Ob hier unten welche landen mal, weiß ich nicht. Es scheint so zu sein, dass die immer ein Stückchen entfernt von der Kolonie landen. Also würde ich vermuten, dass die immer hier oben landen. Das sollte uns also fürs erste Mal soweit schützen vor möglichen Angriffen. Ich gucke jetzt mal kurz beim Research. Ah ja, Pneumatic Picks erforschen wir gerade. Dann können wir schneller die Minenarbeiten durchführen. Nutrient Resynthesis. Ich frage mich ja, ob das alles ist, was man erforschen kann. Oder ob da dann neue Technologien kommen. Ich weiß natürlich, das ist eine Pre-Alpha. Vermutlich ist das dann auch alles gewesen. Wir haben trotzdem noch ein paar Dinge zu tun, die wir noch machen können. Zum Beispiel handeln. Wir haben ja jetzt eine Comms-Konsole. Und irgendwo ist ja, glaube ich, immer dann die Info. Wo war das denn? Das kann man irgendwo nachgucken. Nee, auch nicht. Im Codex glaube ich auch nicht. Irgendwo kann man nachgucken, welche Schiffe gerade in der Atmosphäre sind. Möglicherweise im Moment keine. Und dann, siehst du mal, das müssen wir auch mal machen, dass wir hier jemanden ins Grab reinlegen. Mike Zocker, mach du das doch mal. Leg doch mal den hier. Hä? Geht das nicht? Ach so, die haben wir gesperrt, deswegen. Legt euch mal die beiden Leutchen hier ins Grab hinein. Das muss doch, so viel Zeit muss doch sein, wenn wir sie schon erschossen haben. Ja, wir können Kontakt aufnehmen mit einer, mit einem Handelsschiff. Da können wir sogar Leute erhandeln. Hier haben wir ja ein Drop-Beacon, da laden die das dann ab. Hier haben wir die Kommunikationskonsole. Müssen wir, glaube ich, jetzt nur warten, bis jemand, bis ein Schiff da ist. Ich mache jetzt mal hier Open Communications. Vielleicht ist eh eins da. Nee, ist niemand da. Na gut. So, Mike Zocker, begrab doch mal die Leutchen hier. Na? Geht irgendwie nicht. Habe ich da im Moment, muss ich da erst irgendwas einstellen, dass er es überhaupt macht? Mike Zocker, Warden, das ist jetzt egal, Growing haben wir weggemacht, Researching haben wir auch weggemacht. Leer heißt ja vermutlich mal, dass er es gar nicht macht. Also, ich weiß nicht, das ist zwar total unlogisch hier mit den Zahlen, aber hoffentlich stimmt das, dass wenn ein Feld leer ist, dass das dann gar nicht gemacht wird. Researching, Growing, das kann er eh nicht, Warden kann er eh nicht.
Doctoring, Repairing oder irgendwas. Putting people 6 feet under oder so? Nee. Na gut, dann nehme ich. Tja. Tja. Die Steine haben wir auch alle markiert fürs Hauling. Was wir noch brauchen, ist dann vielleicht mal so eine Art Gefängnis. Und da wir jetzt ja doch wieder einiges an Metall haben, würde ich vorschlagen, beziehungsweise wir können hier uns Metall holen, wenn wir es brauchen, dass wir hier einen kleinen Anbau machen, den wir zu einem Gefängnis umfunktionieren. Wie man das jetzt genau bewerkstelligen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also von wo weg wir den machen, den Anbau. Ich würde ihn ja fast hier anbauen. Dann können wir nämlich hier einen Durchbruch machen und dann ist das von hier aus auch zugänglich, dass wir da eben einfach schon mal so eine Art Gefängnis einplanen. Wall, machen wir mal. So. So. Und so. Und hier brauchen wir natürlich auch noch einen schönen Boden. Beziehungsweise was wir erst nochmal machen, ist, dass wir hier einen Durchbruch machen. Tschuck, verkauft. Hier einen roten Teppich hin und eine Tür. Und da drin machen wir Metal-Tiles. Das passt eigentlich gut zu einem Gefängnis, finde ich. Eine Nachricht. A trade ship is passing nearby. They are known as Lightmass Travelers Incorporated. They are a farming vessel. Okay, da können wir also Lebensmittel kaufen. Haben wir gerade eh nicht mehr so viele. Lassen wir mal LO1ZB. Na klar, jetzt geht sie ins Bett. Oder eher. Dann halt der Gangster. Aber bevor du ins Bett gehst, machst du nochmal schnell, openst nochmal schnell die Communications hier. Lalala. Tschuck. Trading Ship Lightmass Travelers Incorporated. Und jetzt sehen wir hier den Handelsbildschirm. Da kannst du People traden. Also eigentlich sind das sogar Sklaven. Den kannst du sogar Gefangene verkaufen, wenn du die nicht überredet bekommst, dass sie sich deiner eigenen Kolonie anschließen. Waffen haben die auch nicht. Das sind halt ganz friedliche, unbewaffnete Farmer. Wir haben 1000 Dollar. Wir können jetzt Lebensmittel kaufen. Very cheap. Da würde ich mal sagen, dass wir hier zuschlagen. Track to trade. Ach, so war das, genau. Ich habe das ja schon mal gemacht, offscreen. Ich habe ja mal offscreen eine Kolonie schon gehabt. Machen wir halt mal. ...800 Trade, dann haben wir mal genügend Essen. Können wir hier Buy at, Sell at $10, Medikits eventuell, da haben sie 2. Die kaufen wir einfach mal. Trader has no more, okay. Trade, weil mit denen können wir dann Verletzte heilen. Das wird sich vielleicht noch gut bemerkbar machen. Uranium, Uran für Reaktoren. Ist halt die Frage, ob wir sowas wollen, weil der kann wahrscheinlich in die Luft fliegen und dann ist alles radioaktiv verseucht. Haben sie sogar, weiß nicht wieso man das in der Landwirtschaft braucht, wahrscheinlich als Schädlingsbekämpfungsmittel. Dann hast du keine Schädlinge mehr auf dem Feld. Und die Pflanzen haben auf einmal ganz viele lustig geformte Blätter. Verkaufen wir denen vielleicht sogar mal ein bisschen Metall, dass wir wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Falls nämlich demnächst mal ein Schiff kommt, das was Cooles dabei hat, dass wir dann auch genügend Geld dafür haben. So, Trade 240, ja, passt. Dann, unser erstes Trading hat eigentlich jetzt relativ erfolgreich funktioniert. So, jetzt gehen sie alle mal ins Bettchen, jetzt können wir mal beschleunigen. Schlaft schneller. Ich frage mich, wieso hier die Teile immer beschädigt werden. Das finde ich irgendwie komisch oder eigentlich doof. So, wie wir es auch mal machen können, ist, dass wir die Homezone hier erweitern. Weil, ach, das ist eh schon. Genau. Research finished. Pneumatic Picks. Miners Picks are 20% more effective. Das heißt, jetzt haben wir bessere Presslufthämmer. Können wir jetzt noch was erforschen? Nutrient Resynthesis 4-Tech. Was ist das jeweils? Research new ways to inspire fear. Neue Arten Angst zu erzeugen. Das könnte sich bei Gefangenen dann gut, so zynisch das jetzt klingt, aber es könnte sich sozusagen gut bewähren. Nutrient Resynthesis. Dann brauchen die 10% weniger Essen pro Essens
Einheit. Ich würde sagen, nehmen wir das mal, weil wir haben ja im Moment keine Gefangenen und so. One Colonist's Idle, das muss LO1ZB gewesen sein. Oder? Ja. Research is a long-term task. Klicken wir mal auf Needs, da ist alles soweit okay. Effectiveness full. Ja, natürlich ist Research a long-term task, aber ich meine, das können wir, glaube ich, wegklicken jetzt, das haben wir schon gesehen. Aber das ist doch kein Hindernis. Irgendwo muss man ja anfangen. Na gut, dann ess halt erstmal. Leerer Bauch studiert nicht gern. Oder so ähnlich. Jedenfalls haben jetzt alle eine Pistole. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Gangster schleppt sich hier ab, während die anderen essen. Was ist eigentlich mit der Nahrung hier? Das könnte doch auch schon mal ernten gehen. Da ist doch bestimmt der Gangster. Der ist doch bestimmt eingestellt. Gucken wir uns das mal kurz an. Dass er das auch macht. Growing ist ja... Okay, Plant Cutting ist dann Schneiden. Gehen die jetzt nicht mehr raus, weil sie hier diese Hydroponies haben? Diese Hydroponies? Ponix? Oder was? Die armen Pflanzen hier, die müssen doppelt so schnell wachsen. Tja. Der Neoliberalismus macht nicht mal vor irgendwelchen Wüstenplaneten halt. Es ist furchtbar. Ich frage mich echt, warum ich die nicht begraben kann, die beiden hier. Ich würde es gerne tun, aber irgendwie... Wir haben ja zwei Gräber. Ah, Moment, da ist ja schon einer drin. Deswegen, da oben ist noch eine Pistole, die können wir auch bei Gelegenheit mal holen. Es hat zwar jetzt jeder eine, aber warum nicht? Der Gangster schleppt sich hier ab. Na weißt du was, McZocker, baust du das hier fertig und dann kannst du als nächstes hier oben mal die Pistole holen. Dann machen wir vielleicht auch noch zwei neue Gräber, denn das ist ja nicht so ansehnlich, wenn die hier so rumliegen, die Toten. Und von diesen Boomrats hier womöglich noch angeknabbert werden. So, der Gangster holt sich was zu essen. LO1ZB ist wieder am Forschen. Im Moment passiert gerade nicht viel. Also der KI-Erzähler lässt uns gerade in Ruhe. Das ist eine gute Sache. Dann bauen wir mal hier wieder Gräber. So. Structure? Ist das eine Structure? Ist das ein Building? Ich finde das manchmal ein bisschen verwirrend, weil ein Grab ist ja jetzt kein Gebäude. So, und hier zwei weitere. Ich weiß nicht, wer es jetzt macht, aber irgendjemand wird das jetzt schon tun. Gangster. Der macht das als nächstes. Ach, der schleppt dann. Dann würde ich sagen, priorisieren wir da mal den Gräberbau. Prioritize Constructing Grave. Ich bin echt froh, dass jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe herrscht. Aber ich frage mich ja echt, ob wir da noch viel erforschen können oder, also ob da jetzt neue Sachen kommen, wenn wir das jetzt hier erforschen oder ob das sozusagen wie ein Tree ist, so ein Baum, wo du bestimmte Sachen haben musst und dann plötzlich kommen neue oder ob es das dann schon war hier in der Pre-Alpha. Übrigens ein Lämpchen hier wäre auch nicht schlecht, fällt mir gerade so auf. Machen wir hier eins hin und hier ins Eck auch eins. Und dann machen wir hier gleich mal ein Bett hin. In die Zelle. Eigentlich könnte man da doch sogar mehrere Zellen draus machen. Ich überlege gerade. Mach's mal so. Dann haben wir hier eins frei. Dann die Mauer. Dann so. Machen wir einfach zwei Zellen hier draus. Ah, es geht nicht wegen der Lampe. Gut, Lampe wieder weg. Cancel this construction. So, hier das Bett hin. Machen wir hier zwei Zellen. Das sollte fürs erste Mal reichen. Low Metal haben wir auch wieder. Und die holen irgendwie nichts. Da müssen wir dann gleich mal
was unternehmen. Das kann ja so nicht weitergehen. So, machen wir hier so und so und hier so und so. Da machen wir jetzt Türen rein. Hä, was war das jetzt? Wieso habe ich denn jetzt hier Wall Blueprint? Ach so, Cancel muss ich machen. Da habe ich mich ein bisschen verklickt gerade. Hier eine Tür, da kann ich keine mehr machen. Ist ja klar. Not enough metal. Haben wir noch genug für eine Lampe? Wenigstens. Standing Lamp. Jetzt nicht mehr. Nun gut, die schlafen gerade. LO1ZB forscht noch. Space already occupied. Das hört sich jetzt lustig an. Im Zusammenhang, eine Weltraumsimulation, wo der Weltraum schon besetzt ist. Kennt ihr das, diese Intro aus Star Trek? Space, the final frontier. Und so weiter. Ja, Space, already occupied. Nothing to see here. Please return to your planet. So, Research finished. Nutrient resynthesis. Und können wir jetzt... Jetzt können wir nur noch 4-Tech machen. Machen wir es auch mal. Ich bin gespannt, ob da jetzt was Neues kommt oder ob es dann immer nur noch weitergeht. 4-Tech 2, 4-Tech 3. Oder ob dann eine komplett neue Sache kommt. Also ein komplett neues Set an... Ein neuer Satz an Technologien. Was ist denn jetzt mit den Gräbern? Die sind jetzt fertig. Ja, ja, Autosaving. Dann begrabt doch mal die Toten. Das muss ja nicht sein, dass man die hier einfach rumliegen lässt. So. Prioritize hauling dead people. Ich hoffe mal, er nimmt den anderen dann auch noch. Nicht, dass ich das ihm extra sagen muss. Und wir müssen natürlich dann hier wieder Metall holen. Wir können natürlich bei der Gelegenheit auch mal hier ein bisschen mehr noch minen. Wo haben wir das denn? Na, komm schon. Na. Hä? Bin ich blöd oder was? Oh, das. Mein, da unten. Ich finde, das sieht überhaupt nicht wie ein Pickel aus. Schon gar nicht wie ein pneumatischer. Beim besten Willen nicht. So, das machen wir mal weg. Wahrscheinlich ist dahinter eh noch mehr. Hier haben wir eh auch noch Metall. Dann machen wir mal hier das auch noch. Und wie sich das auswirkt, das werden wir allerdings in der nächsten Folge sehen. Ich bin im Moment ein bisschen erkältet. Am Folgenbeginn habe ich, glaube ich, vergessen es zu sagen. Man hat es mir aber wahrscheinlich eh auch angehört. Und er hat natürlich nur einen begraben. Anderen lassen wir erstmal liegen. Ach so, die Pistole hat er geholt. Na, immerhin. Jetzt begräbst du den anderen aber auch noch schnell. Tja, und deswegen muss ich eben meine Stimme schonen. Wir sehen uns also in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen und ich bin auch gespannt, ob wir jetzt in der nächsten Folge noch neue Technologien bekommen oder ob es das war. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.